Lange, lange Zeit haben die Powerlifterinnen und Powerlifter in Hamburg nach einem Gym gesucht. Jetzt gibt es eine Lösung. Und was für eine, seht ihr im Video. Viel Spaß damit. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Ich habe es im Intro schon angekündigt. Wenn du Powerlifter bist oder Powerlifterin und in Hamburg trainieren willst, dann könnte dir das durchaus bis jetzt schwer gefallen sein. Du benutzt Kreide, du lässt das Gewicht laut ab, du brauchst viel zu viele Scheiben, du willst eine Stange mit einem Knurling in der Mitte und, und. Ja, uns fallen hier noch tausend weitere Gründe ein. Am Ende des Tages ist es doch so, wir Powerlifter, wir sind die Outlaws der Fitnessstudio-Szene. Aber jetzt gibt es eine Lösung. Und zwar das Hamburg Babel mitten in der Innenstadt in der Spaldingstraße. Und vergangenen Sonntag war dort die Eröffnungsfeier. Wir vom Verein Schwerathletik Hamburg, wir haben eine Kooperation mit den Jungs. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal ein bisschen was vom vergangenen Sonntag. Und dann bleibt auf jeden Fall auch noch dran, weil dann gibt es am Ende noch ein Interview mit den beiden. Viel Spaß damit. Ein paar Aufnahmen von letzten Sonntag habt ihr schon gesehen. Heute ist Donnerstag, das heißt, die erste Woche ist hier schon im vollen Gange. Und ich habe mir jetzt mal die beiden Gründer hier geschnappt, den Fabi und den Lukas. Die werden gleich selber sich auch noch mal kurz vorstellen. Und ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die sicherlich den einen oder anderen interessieren werden. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Stellt euch doch einfach mal kurz vor, sagt mal, wer ihr seid, was ihr so bisher gemacht habt und so weiter und so fort. Ich bin Lukas, ich bin Coach seit ungefähr 10 Jahren. Inzwischen halt eben spezialisiert auf Strength Coaching und habe bis vor einem halben Jahr in Berlin gewohnt. Bin dann von Berlin nach Hamburg gezogen, habe erstmal so ein bisschen mich nach einem Gym umgesucht, wo ich coachen kann. Gesehen, es gibt so gut wie nichts in Hamburg. Gedacht, es wird dann mal Zeit für das nächste Strength Gym, insbesondere so im Bereich Mitte. Ja, moin moin, ich bin Fabi. Ich bin der Zweite hier im Bunde. Ich bin eigentlich Arzt ursprünglich, habe so ungefähr 4 Jahre im Bereich Psychiatrie gearbeitet und hatte dann irgendwie das Gefühl aus verschiedenen Gründen, dass ich meine Pause von dem Job brauche und mache eigentlich schon seit, ja, mit Unterbrechung auf jeden Fall über 10 Jahren Powerlifting. Und ja, wie gesagt, bin dann an den Punkt gekommen, dass ich dachte, irgendwie weiter in Hamburg bei Commercial Gyms trainieren macht nicht so richtig Spaß. Dann kam genau der Punkt, dass Lukas nach Hamburg gezogen ist. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir unseren Mut zusammen und ziehen das einfach durch. So sieht's aus. Ja, nice. Generell, was sicherlich viele so interessiert, was du eben auch schon angedeutet hast, hier in Hamburg ist es nicht ganz so leicht, ein Gym zu finden, in dem man so in diese Richtung trainieren kann. Ihr könnt ja auch generell mal sagen, wie seid ihr denn so auf die Idee gekommen, das zu machen? So ein bisschen hast du das eben schon angedeutet, aber so ein bisschen,
ja, wie waren so die ersten Ideen, wie ging das so los und wie hat sich das so bei euch entwickelt? Ja, also uns ist so aufgefallen, dass das, was meistens eben fehlt in Gyms, sind anständige Plattformen, anständige Stangen, so in die Richtung. Das sind immer die Sachen, an denen es am meisten hapert. Ja, und dann hat man halt geguckt, ne, was man in die Richtung mal machen kann. Haben uns dann ziemlich lange auf die Suche nach einer Immobilie gemacht, weil es erstmal gar nicht so easy war, irgendwas zu finden, wo du einen Vertrag mit aufnehmen kannst. Ja, es wird laut und gibt auch Erschütterungen. Ja, in den Randbereichen sicher einfacher, da irgendwo eine Lagerhalle zu finden. Aber ja, jetzt wirklich Hamburg Mitte, da haben wir ziemlich lange nachgesucht. Jetzt haben wir was gefunden. Genau, aber da kam das im Endeffekt hauptsächlich her. Ja, genau, das kann ich nur bestätigen. Wie ich eben schon angedeutet habe, hatten wir eigentlich schon lange mit dem Gedanken gespielt, irgendwie sowas zu machen und dachten immer, ach ja, ist ja eigentlich mehr Spinnerei. Und dann kam so eins zum anderen zusammen. Ich war an dem Punkt, wo ich die Stelle so oder so wechseln wollte oder hätte müssen oder wie auch immer man es ausdrücken will. Lukas ist nach Hamburg gezogen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das einfach durchzuziehen. Ja, sehr cool auf jeden Fall und wie gesagt auch echt wichtig, dass es in Hamburg jetzt ein Gym in die Richtung gibt. Und ein paar Szenen habe ich ja schon gezeigt, jetzt vom letzten Sonntag, wo ja auch echt gut was los war. Sagt doch einfach mal so ein bisschen, was ist so ja, euer Ansatz, eure Philosophie dahinter, wenn man von einer Philosophie sprechen kann. Also ja, so ein bisschen die Einstellung zu dem ganzen Thema. Ja, also hauptsächlich geht es hier eben darum, dass man, also es nervt so ein bisschen, also bei mir früher hat es irgendwann angefangen zu nerven im Discounter. Erst kommen halt die Leute die ganze Zeit und geben dir irgendwelche klugen Ratschläge, so und genau. Und wenn du dann irgendwann stark geworden bist, so, dann kommen die Leute die ganze Zeit an, gaffen dich an, labern dich voll. Ist es nicht schlecht für den Rücken, ist es nicht schlecht für die Knie. Während man eigentlich ja eher ein bisschen weiter nach oben gezogen werden will. Also im Discounter stark ist ja dann, was weiß ich, wenn du schon 180 Kilo hebst, wirst du manchmal schon angeguckt. Ja, nämlich stark. Genau, dann auf dem Wettkampf reißt du damit dann halt nicht so wirklich viel in den oberen Gewichtsklassen. Das heißt, eigentlich sucht man eher ja irgendwie Leute, die neben einem 260 oder mehr heben, dass man sagt so, ah, okay, da kann es auch mal hingehen. Den kann ich vielleicht auch mal fragen, anstatt dass die ganze Zeit irgendwelche Leute zu ihm ankommen und sagen, nee, mach das hier nicht, ist gefährlich. Das ist, glaube ich, auch einfach so das Wichtigste bei so einem Gym, also der Community-Aspekt, also dass einfach Leute da sind, die richtig Bock haben, genau das zu machen. Ja, also ich sag mal so, Stangen und Scheiben hast du irgendwo im Discounter auch, ne? Du hast die Leute nicht, du hast die Community nicht, im Gegenteil, ne? Dann kommen noch irgendwelche Trainer an und sagen dir hier keine Kreide und nicht so laut sein bitte und so weiter und dann irgendwann macht es einfach keinen Spaß mehr. Ja. So, das war so der Ansatz, den wir dabei hatten, auf jeden Fall, so einer meiner Ansätze auf jeden Fall. Ja, kann ich eigentlich auch nur überall wieder zustimmen. Ich erinnere mich immer gerne an eine Szene, wo ich irgendwie 3 Wochen vor der Landesmeisterschaft war, Berlin-Brandenburg, wo ich teilgenommen habe vor ein paar Jahren und war gerade so genau im Peaking-Plan für den Powerlifting-Wettkampf und dann kam auf einmal der Studioleiter in meinem alten Studio an und meinte, ah nee, Kreide dürft ihr nicht mehr benutzen, das benutzen die Leute jetzt alle zum Curlen schon und so, ist jetzt verboten. Und ich meinte, wie bitte, ich habe in 3 Wochen einen wichtigen Wettkampf, ich kann jetzt nicht ohne Kreide trainieren, das ist auch gefährlich irgendwo. Es war auch übrigens Hochsommer, irgendwie gefühlt 40 Grad oder wahrscheinlich wirklich 40 Grad. So beim Benchen zum Beispiel hattest du halt echt einen Schweißfilm überall auf der Hand und da kann halt auch mal irgendwie die Stange abrutschen oder sowas jetzt ohne Kreide, wenn sie kein Knurling hat, zufälligerweise, und wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, über 100 Kilo drauf hast. Und das war dann auch so ein Punkt, wo ich dachte so, okay, jetzt fängt es wirklich an zu nerven. Und ja, ne, auch mal seine eigene Musik anmachen können oder ordentliche Musik laufen haben, lauter sein dürfen, ja, Freiheit halt ein bisschen, ne, darum geht's hier. Sehr, sehr nice. Ja, wen sprecht ihr denn so generell an? Also wer darf herkommen, wen wünscht ihr euch und für wen ist das Ganze hier gedacht? Wer will, ihr könnt beide. Ja, also jetzt aktuell haben wir eine ganze Menge Leute, die schon so stark sind oder eben auch Wettkämpfe machen. Das ist, glaube ich, immer so die erste Kategorie von Leuten, die kommen, weil viele, also ich habe es auch damals beim Berlin Strength gesehen, dass sich viele Leute erstmal lange immer gar nicht so reintrauen in sowas, was echt eigentlich das Ärgerlichste an der ganzen Sache ist, weil gerade ein Einsteiger, der Bock hat, stark zu werden,
kriegt halt echt die falschen Anstöße in manchen anderen Studios. Also gerade in dieser Phase, wo es halt, wo man echt noch die Tipps braucht. Also jemand, der jetzt irgendwie 6 Jahre liftet, der kann irgendwann, hat er sich das selber beigebracht oder irgendwo einen Coach gehabt oder was auch immer. Aber jemand, der gerade eben anfängt und eigentlich stark werden will, gerade die Leute profitieren, würde ich sagen, am allermeisten davon, in einem Gym zu trainieren, wo um sie rum Leute sind, die den Weg schon gegangen sind, anstatt immer so diese Schranke im Kopf zu haben, dass sie sagen, ja, ich muss erstmal 200 Kilo heben mindestens, bevor ich mich da blicken lassen kann. Ja. Das ist so auch das, wo wir jetzt uns eben auch so ein bisschen überlegen, wie wir mehr eben noch die Leute ansprechen, die einfach wirklich auch stark werden wollen, die den Weg gehen wollen, die Bock haben, sich die Art von Training mal anzugucken. Genau, also es ist hier nicht nur für Leute, die schon stark sind, sondern für alle Leute, die einfach Bock haben auf Kraftsport, Powerlifting, olympisches Gewicht heben oder auch einfach nur stark werden. Ne? Also es muss jetzt gar nicht irgendwie mit Wettkampfambitionen sein. Wenn du einfach nur halt Spaß hast an eben schweren Grundübungen, effizientem Training, wo es auch eben einfach mal richtig schwer wird, so wenn das dein Ding ist und dir Spaß macht, dann bist du eigentlich genau richtig hier. Und um nochmal zu betonen, es geht ja auch nicht nur um Starksein, auch wenn das natürlich ein wichtiger Aspekt ist, sondern auch Leute, die Rückenschmerzen haben, die generell, ich weiß nicht, Probleme mit Übergewicht haben oder sich einfach mehr bewegen möchten, fitter werden möchten. Auch für die ist ja gerade das Langhanteltraining genau das Richtige und nicht das Ineffiziente, sich an irgendwelche Maschinen setzen und 2 Jahre mit dem gleichen Gewicht irgendwas machen, sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Von daher, jeder ist herzlich willkommen. Da kann ich auch noch mal zu sagen, dass wir für jeden, der sich hier als Mitglied anmeldet, auch quasi eine Trainingsplanberatung, Techniktipps, alles irgendwie mit drin haben. Hier ist zu jeder Zeit ein Coach anwesend, der Ahnung von dem hat, was er macht. Wenn es dann auf ein richtig hohes Level geht oder man wirklich viel Betreuung braucht, dann wird das hier natürlich den regulären Zeitrahmen sprengen. Dann kann man sich aber auch hier auch ein Coaching dazu buchen. Von daher kommt einfach vorbei, auch wenn ihr euch jetzt irgendwie unsicher seid oder sowas noch nicht so richtig gemacht habt, hier könnt ihr es lernen. Ja, gerade dann. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wir vom Verein, ich habe das ja schon ein paar Mal hier gesagt, Schwerathletik Hamburg, wir sind auch des Öfteren hier, also auch wenn da irgendjemand von euch jetzt Interesse hat, Fragen hat, schreibt es einfach irgendwie in die Kommentare. Wir sind auch regelmäßig hier, viele von uns Mitgliedern werden hier sein und demnach auch immer Kraft-Dreikampf-bezogen hier auf jeden Fall einiges am Start sein. Was habt ihr so für Ziele mit dem Gym? Habt ihr Ziele? Wenn ja, was für welche? Wie soll es sich weiterentwickeln? In welche Richtung soll es gehen? Also so konkrete Ziele, die wir uns jetzt irgendwie aufgeschrieben haben oder sonst irgendwas, haben wir eigentlich nicht. Uns geht es beiden darum, dass wir irgendwie den Tag über was machen, was uns Spaß macht, was irgendwie der Community oder den Menschen im Allgemeinen oder wie man es nennen will, irgendwie auch weiterhilft. Darum haben wir auch irgendwo unser Hobby zum Beruf gemacht, könnte man sagen. Das heißt, solange hier regelmäßig Leute kommen, hier Spaß haben, hier eine angenehme Atmosphäre ist, Leute hier was lernen, vielleicht auch 1, 2 von Leuten, die hier trainieren, mal bei einem Wettkampf gut abschneiden und wir irgendwie davon leben können, dann sind wir, glaube ich, schon zufrieden, zumindest ich. Ja, also geht ganz kurz zusammengefasst wirklich einfach darum, einen Platz zu schaffen, wo Liften richtig Spaß macht. Ja, das ist es wirklich, also ganz kurz zusammengefasst, das ist es. Ja. Das ist einfach. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, denke ich. Und das merkt man hier auf jeden Fall. In jeder Ecke, in jedem Meter merkt man das, dass das irgendwie so das Ziel ist. Also das ist halt mit Liebe und Verstand hier aufgebaut, das Ganze, das merkt man. Auch überall euer geiles Logo, was überall zu sehen ist, es bockt auf jeden Fall. Eine Frage, die ja immer noch ganz wichtig ist für Leute, die sich dafür interessieren wollen. Wir haben jetzt hier eine Zero-Bank, wir haben 2 Bänke zum Bankdrücken, wir haben hier aktuell 2 Racks, da kommt noch eins, habt ihr erzählt. Was habt ihr noch so vor? Also was ist was, was auf jeden Fall noch kommen wird, was ihr definitiv noch in Planung habt? Also was könnt ihr da noch in näherer Zukunft versprechen? Also es kommen auf jeden Fall noch mehr Racks. Dann ist das Ziel, dass wir wirklich Profi-Equipment holen. Also die Sachen, die wir hier haben, sind jetzt auch schon eben so, dass man damit wettkampfspezifisch trainieren kann. Also Stangen auf Wettkampfniveau, Scheiben auf Wettkampfniveau, Cages mit Safeties, wo du so viel Gewicht draufschmeißen kannst, wie geht. Competition Benches, das ist so Kram, den wir alles eben auch schon da haben. Wollen auf jeden Fall auch noch einen Competition Rack holen. Ja, und dann geht es eben weiter in die Richtung. Ne? Also die Sachen, die noch reinkommen, sollen halt wirklich
ja, Dinger, die wirklich für die Ewigkeit halten. Ne? Und dann, ja, so Spezialequipment, so eine Chinese Row haben wir schon da, ne? Das ist eben gesagt. Glute Ham Raiser, so ein Kram. Also so ein, ja, grundsätzlich geht es aber eben um die Basics. Ne? Also viel Cardio-Geräte haben wir nicht. Wir haben ein Rudergerät da zum Aufwärmen. Und abwärmen. Ich habe schon gesagt, das wird irgendwann immer Stück für Stück von mir irgendwie in die Ecke geschoben, irgendwann wird es hochgeklappt. Ja, nee. Also der Fokus liegt aber tatsächlich hauptsächlich auf den Basics. So, wir werden einige Spielereien für den Spaß eben einfach reinbringen. Bestimmt auch eben mal einen Vorschlaghammer plus Reifen und solche Geschichten. Vielleicht ein paar Natursteine. Aber wir hatten da im Vorhinein auch eben häufig drüber gesprochen, dass das Wichtigste einfach ist, dass man reinkommt und man hat eine Plattform und ein Rack und eine Stange. Dass man halt wirklich die 4-5 Grundübungen immer machen kann, mit genug Scheiben da, das war der Hauptfokus. Genau, was glaube ich noch nicht erwähnt wurde, wir haben ja auch Kurzhanteln da, die werden wir noch aufstocken, weil wir jetzt aktuell noch nicht alle Gewichtsstufen da haben, aber das kommt im Laufe der Zeit. Was wir auch jetzt schon da haben, sind noch Ringe, also so Turnringe, wo drin man wunderbar Klimmis oder auch Dips machen kann. Wir haben ein Seil, woran man so ein bisschen rumklettern kann. Und ich denke, der Rest wurde gesagt, ne? Klassisch. Genau, mir ist der Glute Ham Raise zum Beispiel noch wichtig, den haben wir noch nicht, der kommt. Ein Latzug haben wir drüber nachgedacht, ob wir uns sowas noch anschaffen, aber dafür muss das Ganze jetzt erstmal hier richtig ins Laufen kommen. Und dann, was das Allerwichtigste ist, das habe ich glaube ich schon 5-mal in irgendeiner Form so gesagt, aber was wirklich das Allerwichtigste ist, ist, dass natürlich dann auch die Mitglieder ein Mitbestimmungsrecht haben. Es ist halt ein kleines Gym, es ist ein Community-Gym und wenn jetzt mehrere Leute immer mal wieder sagen, hey, uns fehlt das, dann wird das auch angeschafft. Fertig. Yes, sehr, sehr nice. Das war es im Prinzip schon, was Lukas eben meinte im Hinblick auf Stangen. Also hier sind zum Beispiel eine ganze Menge von Rogue an Stangen. Also so, bestes Niveau. Ja, ne? Und man wäre ja nicht Influencer des Jahres, wenn man nicht einen leeren Akku am Start hätte bei einer Aufnahme für ein Interview. Aber es war ja an sich eh zu Ende, das Interview, von daher halb so wild. Und ich wollte eh hier noch ein kleines Outro aufnehmen. Ja, ihr habt es gesehen. Also, das Gym Hamburg Barbell, die Jungs, Lukas und Fabi, absolut nice Jungs, absolut nice Dudes. Ein geiler Ansatz für ein geiles Gym in der geilsten Stadt. Guckt da vorbei, wenn ihr Fragen habt, schreibt hier unter das Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt den Jungs auf Instagram, hamburg.barbell. Ja, seht einfach zu, dass das Gym ordentlich voll wird, dass Powerlifting in Hamburg richtig groß und noch größer wird. Und dann würde ich sagen, besten Dank fürs Zusehen. Ich weiß, es waren jetzt 2 längere Videos hintereinander mit Interviews. Die nächsten werden wieder ein bisschen kürzer. Und ja, besten Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Peace.